So, jetzt müssen wir berichten, oder? Nö, was müssen wir denn jetzt machen? Spreche ich mit Adelard auf der Insel? Ach, die Quest hat sich von alleine beendet. Okay, nein, wir haben gerade. Wir haben doch gerade unsere Belohnung ausgesucht. Das ist wieder typisch. Vor lauter Ablenkung. So, jetzt sollen wir da drüben üben mit den Recken, mit den jungen Recken. Quasi! Hallöchen! Wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Schön, dass du vorbeischaust. Heute ist es ein bisschen ruhiger. Ich glaube, heute sind alle so ein bisschen müde, so wie ich. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns. Ich sehe überall Leute, die schon barfuß rumlaufen, denen es warm ist und bla. Und bei uns ist es dauernd trüb und kalt und bei uns mag der Sommer noch nicht kommen. Und ja, irgendwie fühle ich mich auch so noch so ein bisschen eingemottet, muss ich sagen. Ich will, dass es jetzt mal endlich richtig schön warm wird. Und die Sonne scheint. Manchmal guckt sie so kurz durch und dann, zack, war es das schon wieder. So für ein halbes Stündchen. Und dann ist es schon wieder vorbei. Diese Männer müssen schlagkräftiger werden. Ich muss sie schlagkräftiger machen. Wir sind die einzige Verteidigung zwischen Sarumans Bosheit und dem Volk von Rohan. Ich muss sie stärker machen. Sucht einen Krieger und einen Bogenschützen auf und kämpft mit ihnen. Vielleicht könnt ihr ihnen ja noch was beibringen. Okay, einen Krieger. Der hier sieht aus wie ein Krieger. Ich bin bereit, euch die Kraft meines Armes zu zeigen. Ich habe meine Fertigkeiten gegen viele meiner Gefährten verbessert. Lasst mich sie nun noch weiter verbessern. Haltet euch nicht zurück! Ja, okay, aber jammer nachher nicht, ja? Bei mir sind 20 Grad. Ja, ich meine, es ist jetzt nicht eiskalt, aber es ist halt einfach so. Wenn ihr glaubt, ihr Weiß könntet nicht. mich im Trainingskampf Nicht so, wie es schlagen, Ende dann Mai schon beweist sein es. könnte. Ich bin aus vielen Wettkämpfen als Sieger hervorgegangen. Nur wenige können einen Pfeil so schnell oder so genau schießen wie ich. Falls ihr denkt, ihr könnt mich im Kampf schlagen, dann beweist es. Jo, leider, ja. Irgendwie. Und dann, wenn dann der Sommer kommt, dann ist es gleich so richtig heiß und warm, sodass man sich denkt, es reicht schon wieder mit Sommer. Das wäre Nun, halt so was nett, wenn haltet das ihr so ein von ihnen? allmählicher Übergang mal wäre. Nun, was haltet ihr von ihren Fähigkeiten? Sind sie zäh genug, um gegen die Streitmacht Sarumans standzuhalten, die ihr in Isengard erblickt habt? Naja, also die waren ziemlich schnell platt, muss ich sagen. Adlatsch seufzt. Ach, sie müssen ausreichen. Ihr solltet Runga aufsuchen und ihm bei der Ausbildung seiner Reiter helfen. Er ist gleich nördlich von Grimmolds Lager. Ach, das ist der, an dem wir schon zweimal vorbei sind. Das stimmt. Ja, eben, das ist dann immer gleich so arg heiß wieder. Naja. Dann sind das halt einfach noch die Eisheiligen und dann, wobei die jetzt ja auch dann wieder schon rum sind seit einer Woche sind, sollten die schon wieder rum sein, aber bei uns ist irgendwie immer noch frisch. Bekannte von mir ist gerade in Südtirol im Urlaub. Läuft da barfuß rum und im sommerlichen Gewändern. Also hier wäre es für barfuß jetzt noch zu kalt. Meine Männer üben eine Technik, damit sie aufgesessen besser kämpfen können. Eine Technik, die ihre Gegner einfangen wird. Bei genauem Zielen können meine Leute die Beine ihres Feindes mit einem geworfenen Netz umschlingen. Das hindert den Feind daran anzugreifen, bis unsere Gefolgsleute näher herankommen können. Sammelt die Netze auf, die sie bereits geworfen haben, und bringt sie zu mir. Dann werde ich sie den neuen Reitern geben. Dies ist etwas, das sie meistern müssen, wenn wir so effektiv wie möglich sein wollen. Eine Hobbydame auf einem Schweinereittier. Ja, ich find das eigentlich total witzig. Ich hatte ja zuerst ein Pony, aber die Ponys gefallen mir gar nicht so von den Zwergen und von den Hobbits. Und dann habe ich gedacht, warum nehme ich nicht das Schwein? Das ist schön klein und rund. Da passt der Hobbit perfekt drauf. Und seitdem reite ich
mit dem Schweinchen rum. Auch so ein bisschen geschuldet durch Moria, so nach dem Motto, oh nee, Ziege will ich nicht, was habe ich denn noch? Ach ja, ich kann doch das Schweinchen nehmen. Ja, und seitdem nimmt sie das Schweinchen auch oberirdisch jetzt. Und die sind doch auch süß. Ach nee, die haben so komischen Arsch. Sehr gut. Nach jedem Durchgang können sie die Netze besser werfen. Wenn sie die Fertigkeit gemeistert haben, werden wir besser auf jegliche unberittene Feinde vorbereitet sein. Theodred will euch sicher sehen. Ich nehme an, er ist irgendwo im Lager im Süden. Sagt meinem Prinzen, dass die Reiter die Technik, die er vorgeschlagen hat, immer besser lernen. Und dass meine Handwerker an weiteren Netzen arbeiten. Also so, weiß jetzt nicht, sieht man es bei dem? Das ist halt alles hier so ein bisschen... Sie haben halt ein normales Pferd genommen und es so ein bisschen zamkisch gestaucht. Irgendwie. Ja. Und wenn die dann laufen, finde ich, sieht das irgendwie so eigenartig aus. Bei den Zwergenponys ist das auch so. Das habe ich auch, ist doch süß. Ja, ist schon süß. Ja. Irgendwie schon. Aber die Sau ist noch süßer. So. Jetzt berichten wir mal. Jeder einzelne Mann muss bereit sein, denn das Unterfangen, welches mir vorschwebt, ist gefährlich. Eure Neuigkeiten sind willkommen, meine Liebe. Der Lohn könnte beträchtlich sein, sofern wir siegreich sind. Wenn wir warten, bis Sarumans Heer bereit ist, besteht keine Hoffnung, die Furten gegen ihn zu verteidigen. Wir haben nicht genügend Männer. Laut eurem Bericht ist Sarumans Streitmacht weit größer, als ich befürchtet hatte. Wenn wir ihn erwischen können, bevor er bereit ist, können wir ihm solch einen Schlag verpassen, dass es seine Streitmacht auflöst. Er ist weise. Ja, und es ist der weise Mann, und ist der weise Mann nicht vorsichtig? Er wird sehen, dass wir ihn überrascht haben und sich hinter seine Mauern zurückziehen und sein Heer weiter aufbauen, bis er sicher ist, dass wir ihn nicht mehr schlagen können. Jeder Tag, der bis dahin verstreicht, ist ein Tag zu unserem Vorteil. Die Größe seines Heeres ist bedeutungslos, solange es in Isengard bleibt. Soll es für immer dort bleiben? Wir müssen ihn so verunsichern, dass er sein Heer nie bewegt. Das ist mein Vorschlag. Falls ihr uns noch immer helfen wollt, Grimbold hat darum gebeten, dass ihr mit ihm ausreitet. Ja, ist aber ganz schön sicher, dass das so funktionieren mag. Manche Ponys sehen gut aus und andere eher ziemlich überfüttert. Ja, ja, wie Hobbits. Aber hier stehen nur Pferde rum. Ja, so in groß sind die immer so schön schlank und zierlich. Und die, bei den Hobbits natürlich immer so... sehen manche nicht so hübsch aus. Also manche, die so richtig hübsch aussehen in normaler Form, sehen dann so gedrungen nicht mehr ganz so süß aus. Prinz Theodreds Plan ist waghalsig, entbehrt aber nicht einer gewissen Raffinesse. Er ist wie sein Vater. Er scheut sich nicht davor, seine Stärke einzusetzen, wenn es nötig ist. Ich hätte euch bei diesem tollkühnen Schlag gern an meiner Seite. Er wird Zweifel in Sarumans Verstand sehen und er wird es sich zweimal überlegen, bevor er sein Heer ausschickt. Prinz Theodreds Pläne liegen auf dem Kartentisch. Im Morgengrauen geht es los. Schaut sie euch genau an und macht euch mit ihnen vertraut. Wir werden am Morgen des 25. beginnen. Wir werden Saruman einen schweren und schnellen Schlag versetzen und seine eigene Vorsicht gegen ihn verwenden. Solange er denkt, sein Heer wäre noch nicht bereit auszurücken und muss hinter den Mauern Isengards bleiben, wird es für Rohan keine Bedrohung darstellen. Schließt der wagemutige Angriff am Morgen ab. Nix gegen meinen Hobbit-Bierbauch. Zü-zü. Doch, eigentlich, ich mag, bei Männern mag ich eigentlich ein Bäuchlein. Also ich bin kein Waschbrettbauch-Fetischist, sondern ich mag schon eher so ein wohlgeformtes Bäuchlein mag ich gerne. Kein Schmerbauch, aber so ein Bierbäuchlein, so ein kleines, darf ruhig sein. Oh, wo ist denn unser Kartentisch da hinten? Müssen wir vorher noch irgendwas... Nö, wir machen das jetzt einfach. Wir machen jetzt epische Geschichte. Ihr schaut euch die Karten auf dem Tisch genauestens an und bedenkt Theodreds Plan. Zunächst muss er festlegen, welche Verteidigung er an den Furten des Isen zurücklässt und dann wird er mit einer Streitmacht von Reitern in Norden nach Isengard reiten.
Bei Sonnenaufgang wird der Angriff beginnen. Der Morgen graute recht schnell am 25. des Februars, als mein Prinz sich auf seinen waghalsigen Angriff vorbereitete. Oh, Nebenbuhler Hobbits, weg mit euch! Und Tasi, da geht was! Ach, guck mal hier! Das ist doch kein Bauch hier! Schlanke Taille, hups, dreh dich nicht! Die hat kein Bäuchlein! Sind ja alle so schick. Und wenn hier mal jemand dick ist in Lotro, dann ist es halt immer gleich so ganz nett. Ich hoffe, ihr seid frisch und munter aufgewacht. Ich habe keinen Zweifel, dass dies ein langer Tag wird. Ich muss mich noch um ein paar Angelegenheiten kümmern, die geklärt werden müssen. Und dann werden wir ausreiten. In Isengard werde ich viele Männer an meiner Seite brauchen. Doch wir dürfen die Furten nicht unverteidigt zurücklassen. Wer soll die Reiter anführen, die wir zurücklassen? Kadda war meine erste Wahl. Sein Bruder Edwig hatte mich bereits um einen Platz in unserer Streitmacht gebeten. Ihre Mutter ist alt und falls unser Angriff auf Isengard unglücklich verläuft, würde ich ihr nicht beide Söhne nehmen wollen. Oh, ist ja nett, dass er über solche Dinge nachdenkt. Kommt, wir werden Kinz dann bitten, diese Nachricht zu überbringen. Mein Prinz? Prinz Theodred, möge uns das Glück hold sein am heutigen Tage. Wenn dem so ist, werden wir unser eigenes Glück schmieden, meine Liebe. Prinz, dann ist alles in Ordnung? Wonach sucht ihr denn? Mein Prinz, es ist nichts. Ich habe nur eine meiner Armschienen verlegt. Das ist alles. Ach, hat er vorhin schon erwähnt. Sie wird schon wieder auftauchen, ganz sicher. Ihr müsst für mich zum Ostufer hinübergehen und Kadda eine Nachricht überbringen. Sagt ihm, dass er mit seinen Leuten hierbleiben und die Furten gegen all das, was kommen mag, verteidigen muss. Ihr möchtet, dass er hier bleibt? Ich werde es ihm sagen, aber er wird nicht glücklich darüber sein. Kadda ist ein Mann Rohans und wird verstehen, was von ihm erwartet wird. Ich werde nicht durch das Haupttor zum Sieg schreiten, während die Hintertür für den Feind offen steht. Jemand muss hierbleiben und die Furten verteidigen, für den Fall, dass ich Sarumans Gedankengänge falsch eingeschätzt habe. Theodred senkt seine Stimme und spricht leise zu euch. Ihr solltet mit Kinstan gehen, um meine Nachricht zu überbringen. Er hat noch keine Kampferfahrung und die Männer sehen ihn noch immer als unerfahrenen Burschen. Kadda wird meinem Knappen gegenüber vielleicht weniger barsch sein, wenn ihr ebenfalls dort seid. Ich muss mit Atelard sprechen, bevor wir gehen. Er ist mit der Qualität unserer Speere unzufrieden. Doch es ist zu spät, um weitere zu fertigen. Sie müssen ausreichen. Atelard, wo seid ihr? Sagt mir, warum die Speere unzureichend sind. Ich hoffe, es stört euch nicht, wieder nasse Füße zu bekommen. Kadda ist am Ostufer des Flusses und die Steine sind rutschig. Hier entlang. Läuft er durchs Wasser oder hüpft er über die Steine? Er hüpft über die Steine. Gucken. Ah! Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob ich mir die Füße nass mache. Gleich. Habt ihr bereits Schlachten erlebt? Natürlich habt ihr das. Darf ich euch etwas fragen? Ihr seid weit von eurer Heimat fortgereist und ihr habt vielen Gefahren ins Auge gesehen. Diese Schlachten, in denen ihr gekämpft habt, als ihr mittendrin gesteckt habt, hattet ihr da Angst? Ich kann das nicht meine Leute fragen, sonst würden sie mich für einen Feigling halten. Doch ich fürchte mich bereits jetzt. Und wir sind noch nicht mal losmarschiert. Nun, ich werde bei Theodred sein und er hat noch nie Furcht gekannt. Ich könnte es nicht ertragen, meinen Prinzen oder meine Familie zu beschämen. Oje, wie er seufzt. Danke fürs Zuhören, meine Liebe. Ich werde eurem Beispiel folgen und mich nicht diesen Zweifeln hingeben. Kadda, seid ihr da? Ihr werdet mit euren Männern hierbleiben, um die Furten zu verteidigen. Das ist der Wille des Prinzen. Das wird ihm jetzt wahrscheinlich nicht passen. Ich sollte nicht zurückgelassen werden. Ich gehöre an die Spitze, zu meinem Prinzen.
sah das Augenglühen vor Wut und unter der Kante seines Helms hervor. Ich werde tun, wie mir befohlen, doch ich wünschte, es wäre nicht nötig. Meine Männer werden die Furten gegen alles verteidigen, das kommen mag, so wie mein Prinz es wünscht. Ich denke jedoch, wir werden hier unnütz rumstehen, während unsere Brüder und Freunde in die Schlacht gegen die Heere Sarumans reiten. Ich verstehe, dass es nötig ist, doch ich ärgere mich darüber, dass ich hier nutzlos rumsitzen muss, während Prinz Theodred in die Gefahr reitet. Kommt zu mir, Menschen von Rohan! Wir haben unsere Befehle, meine Freunde, meine Brüder. Unser Prinz reitet aus, um den Feind mit eigenen Augen zu sehen. Er lässt die Verteidigung seiner Heimat und seines Volkes in den Händen seiner Vertrauten. In unseren Händen. Wir werden ihn nicht enttäuschen. Wir werden Rohan beschützen. Nein, wir werden ihn nicht enttäuschen. Lasst niemanden nach Rohan durch. Wir sind die letzte Verteidigung der Bürger. Aber immerhin motiviert er auch die anderen so, dass sie das Gefühl haben, dass sie wichtig sind. Nicht so, wie er selbst denkt, dass er hier dann nichts zu tun hat. Das ist alles. Ich habe dem Prinzen gesagt, dass Kada nicht glücklich drüber wäre, hier bleiben zu müssen. Ihr habt gehört, wie ich es ihm gesagt habe. Ich werde einen Moment hier bleiben und sehen, ob ich meine verschwundene Armschiene finden kann. Ihr solltet die Furten erneut überqueren und dem Prinzen sagen, dass die Furten während unserer Abwesenheit verteidigt werden. Und er geht suchen. Wo mag sie nur sein? Vielleicht hier? Nein. Eigentlich sehen die Steine tatsächlich irgendwie plastisch aus, ne? Aber sie sind topfeben. Bin wieder da. Ist alles bereit? Kada wird das Ostufer der Furten mit seinen Leuten verteidigen und der Rest von uns wird gen Norden nach Isengard reiten. Die Eorid werden mir folgen. Grimbold wird absitzen und die Fußtruppen als eigenständige Einheit befehligen, falls das Gelände neben der Straße dies zulässt. Atelard wird seine Bogenschützen anführen. Es wird einige Stunden dauern, bis wir in Sichtweite Isengards gelangen. Wir machen uns besser auf den Weg. Steigt auf euer Ross und sprecht mit Grimbold, wenn ihr zum Abmarsch bereit seid. Ich steig auf mein Schwein, wenn das okay ist. Steigt auf euer Ross und sprecht mit Grimbold, dann reiten wir nach Isengard. Oh Gott, will nicht wieder nach Isengard. Isengard ist gruselig. Lasst uns zusammenreiten. Lasst uns Saruman persönlich Nachricht unseres Trotzes bringen. Reist die Straße entlang nach Isengard. Prinz Theodred hat Reiter an der Furt des Isen zurückgelassen, die den Weg nach Rohan sichern sollen, und ist selbst mit einer zweiten Gruppe nach Norden gezogen, nach Isengard. Okay, jetzt sind wir hier auf diesem Durchgang. Haben wir da auch eine Map? Ah ja, tatsächlich. Da, wo wir vorhin schon Bericht erstattet haben. Es ist ein angenehmer Morgen für einen Ritt. Wenn es so bleibt, werden wir bis Mittag bei Isengard sein und schon bald darauf Saruman in die Knie bezwungen haben. Kommt, holen wir den Prinzen ein und verschaffen uns einen guten Ausblick auf die Straße vor uns. Ach, die sind alle so guter Dinge. Ah! Ich glaube, ich muss mal hier meinen Schritt verlangsamen. Aber dann bin ich wahrscheinlich wieder zu langsam. Reitet mit Grimbold zusammen die Straße entlang. Na gut, dann bleiben wir mal bei ihm. Ich hätte ja auch so ein Pferdchen eigentlich. Mein Prinz, welche Nachrichten bringt ihr? Bald werden wir es wissen. Ich habe Hildred vorausgeschickt, um die Straße auszukundschaften. Da sieht es halt gleich ganz anders aus, ne? Ganze Wald abgeholzt. Wir sind fast da.
Ich kann den Gestank Isengards schon von hier riechen. Schau, er kommt zurück. Prinz Theodred! Was gibt's zu berichten? Es stehen Orks und Halborks vor den Mauern. Doch es sind nicht so viele. Wir haben den Zauberer überrascht. Na, wer weiß. Vielleicht. Doch feiert noch nicht, Hildred. Die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Also vorsichtig ist er ja, oder halt nicht einfach überbegeistert. Diese Neuigkeiten wärmen mein Herz. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass Saruman hinterlistig ist. Dieser Schlag wird ihn daran erinnern, dass man uns nicht einfach beiseite schieben kann und dass er nicht immun gegen Angriffe ist. Mehr als das erwarte ich gar nicht. Der Morgen ist vorüber. Es wird Mittag sein, wenn wir zur nächsten Phase meines Plans übergehen. Macht euch auf das bereit, was uns erwartet. Es liegt ein Ritt von mehreren Stunden vor uns. Dann werden wir sehen, ob Saruman darauf vorbereitet ist, mir in einer Schlacht gegenüberzutreten, oder ob er sich übervorsichtig hinter seinen Mauern verschanzen wird. Da sind wir wieder im Lager und dann geht's hier die Geschichte gleich weiter. Ich überlege gerade, ob ich erst noch die anderen Sachen mal mache. Nur noch Aufgaben hier. Komm, wir machen erstmal das, was im Süden ist, so zwischendurch. Wir haben ja jetzt noch Zeit. Der Marsch dauert ein bisschen, bis wir ankommen. Naja, eigentlich reiten wir ja gerade mit denen mit nach Isengard. Ja komm, wir machen hier noch ein bisschen Flusswache zurückerobern. Ist das das da oben? Da ist ein Posten. Habe ich da vorhin nicht eh schon mal welche getötet? Nee, nur die Patrouille. Ah, jetzt. Auf dem Weg, den wollte ich gar nicht. Das ist eine Patrouille. Hat da hinten noch mehr Wachen? Ja, komm, wir gucken mal auf der anderen Seite. Vielleicht sind die da überall um den Berg rum. Ja. Ich glaube aber, das war es jetzt mit Wachen hier, oder? Nur noch ein Hund. Noch einer. Und einer noch! Und jetzt? Kommen wir da hoch? Ach, das ist ein Weg. Ihr habt die Flusswache entdeckt. Die wird aber von sonst jemanden bewacht. Nicht von den Rohirrim. Ein Banner, welches die Mächte der Rohirrim repräsentiert. Wird das Horn der Rohirrim in der Nähe eines solchen Banners geblasen, werden die Reiter von Rohan zu eurer Hilfe eilen. Oh, tatsächlich. Wenn wir die jetzt begleiten. Zerstört einfache Befestigungen. Atoro, Hallöchen! Die sind doch eigentlich ganz normal. Wozu bräuchten wir da jetzt Unterstützung? Einfach um das Gefühl zu haben, dass wir mit dem ganzen Trupp hier unterwegs sind. Oder damit nachher diese Gebäude schneller platt sind vielleicht. Erinnert so ein bisschen an ein RTS. Müssen wir jetzt da hoch? Zerstört einfache Befestigungen. Ich sehe im Moment nichts, was man zerstören könnte.
Laufen wir einfach mal den Soldaten da hinterher. Die wissen bestimmt, wo es lang geht. Oder die machen das nachher und nicht... Ja, nein, die laufen schon wieder weg. Lasst ihr mich jetzt hier alleine im Lager zurück? Wo sind die denn jetzt? Hallo? Ihr sortiert. Da unten steht noch einer rum. Ah, hier kann man was kaputt machen. Okay. Soll man denen mal helfen hier? Alle schon tot? Hm, okay. Ach, ich lass die mal kämpfen und ich mach die Sachen hier weg. Huch, wer rennt da rum? Und die haben immer angerannt. Die den Braten gerochen hier. Da könnte man jetzt wieder welche rufen, oder? Steht auch, ruft Hüter zum westlichen Tor und besiegt Nailun. Die westliche wäre ja da, wo wir jetzt sind. Ah, da, das leuchtet. Okay. Haben wir gemacht. So, und wo ist dieser Nailun? Oder kommt er dann? Ah, ist der da oben in dem Lager? Ich habe gar keinen Nehmt gesehen. Kämpfe immer noch. Ja, gut, jetzt haben wir zwei Trupps. Sehr schön. Die anderen haben auch überlebt. Zumindest teilweise. Ach nee, die bleiben bloß am Weg stehen. Ja, doch, der hier heißt Nailun. Ja, machen wir den mal. Okay, das ging schnell. Guck mal, und jetzt postieren sie sich hier. Sehr nett. Okay. Und sprecht mit Gimbal, findet ein Wohnen, sprecht mit. Oh, wir sind fertig hier. Ja, gut. Warte mal, stehen jetzt überall Reiter? Sind die alle ausgemerzt jetzt? Wir haben tatsächlich das ganze Dorf übernommen oder Lager. Ja.
soll mir recht sein. Das ist dieses Barat Bliblablablub oder wie hieß es? Dun Barak oder so ähnlich. Wir berichten erstmal, bevor wir da die epische Geschichte weitermachen. Unsere Aufgabe drängt. Ihr habt die Flusswache zurückerobert. Gut gemacht. Bald sichern wir die Pforten gegen alles, was Dunland gegen uns schicken mag. Eine hübsche Kette. Eine Rüstung. Und? Ein Hut. Okay. Naja. Aber mit Goldband. Wow. Hat was, aber wäre jetzt nicht so mein Fall. Die Dunländer stellen unsere Entschlossenheit, den großen Hügel Dol Baran im Westen zu halten, auf die Probe. Doch sie unterschätzen uns. Wir müssen diese Stellung halten, sonst haben wir ihre Hauptstreitmacht beim Verlassen von Wulfskluft nicht mehr im Auge. Wenn das geschieht, müssen wir uns vielleicht kampflos über die Furt zurückziehen. Helft meinen Männern an den Befestigungen und schlagt die Dunländer zurück. Wenn wir sie zwingen können, von Dol Baran abzulassen und mit ihrer Armee an uns vorbeizuziehen, würde uns dies einen kritischen Vorteil in den kommenden Schlachten verschaffen. Die Schlacht von Dol Baran, das klingt aber sehr episch. Das ist dieser Hügel, ne? Das Ding da. Oder? Ja, da ist jetzt hier das Lila, ne? Man sieht es halt nicht, weil da halt auch die Heide wächst. Aber dieser Hügel ist Dol Baran. Gucken wir doch gleich mal hin.